Hallo und herzlich willkommen hier zu unserer 11. Episode Factorio im Multiplayer. Ich bin der Die mit der blauen Mütze. Und ich bin der Pasarus mit der gelben Mütze. Hallo zusammen. Ja, in der letzten Folge haben wir... Ja, was haben wir denn alles gemacht? Also ich glaube, irgendwie habe in der letzten Folge fast nur ich geredet. Da habe ich nämlich hier die blauen Fläschchen gebaut. Also hier ist unsere erste Montagefabrik, Montagemaschine, die blaue Fläschchen produziert. Dafür musste ich hier allerhand Zwischenprodukte herstellen. Und der Pi hat sich darum gekümmert, dass, ich renne mal eben darüber, dass hier von unserem Ölfeld die ersten Erdölprodukte produziert werden, nämlich Batterien. Hier schwebt eine vorbei und Plastikröhrchen. Und hat die dann hier rüber geschickt, damit ich die benutzen kann für die blauen Fläschchen. Ja, das haben wir in der letzten Folge gemacht. Dementsprechend muss ich heute die blauen Fläschchen erstmal noch ein bisschen ausbauen, also noch mehr Maschinen bauen, die blaue Fläschchen bauen. Und dann auch die blauen Fläschchen den Laboren zuführen. Und der Pi macht sich auf den Weg und sucht ein bisschen mehr Kupfer, das wir dann in unsere Produktion hier einfließen lassen können. Denn unser erstes Kupferfeld ist bereits vollständig erschlossen und auch wird nicht mehr so ewig dann halten. Ja, und wir brauchen dann einfach früher oder später mehr Kupfer. Ja, wir haben auch schon die ersten Solarmodule gebaut mit Akkus, damit hier unser Strom nicht zur Neige geht. Und ja, also ich werde jetzt hier die grünen Chips auch gleich nochmal ein bisschen ausbauen, damit hier mehr passiert, und ja, blaue Fläschchen ausbauen. Und der Pi ist schon relativ weit weg und wir schalten mal rüber und gucken uns das an, wo er denn da rumrennt. Ja, ich renne hier fast vor ein paar Aliens weg. Hilfe. So. Okay. Lilaner Matsch. Ja, so wie ich das gedacht habe, ist wirklich rings um uns herum. Oh Gott. Oh Gott. Ja, eine Menge Spaß mit Aliens. Hier unten haben wir drei Nester und zwei Viecher, die da gerne mal rumbomben. Oh. Von oben kriegen die gerade Verstärkung. Ja, also an Kupfer ranzukommen, ohne hier ein Nest hochzunehmen, wird wohl erstmal nichts. Fürchte ich. Und das hier oben ist auch gar nicht so klein. Ja. Naja, 5 Hütten. Ja, also da werden wir wohl nicht drum rumkommen. Da müssen wir mal bei der Forschung, die wir auch dringend uns angucken müssen, da läuft nämlich nichts. Richtig. Müssen wir mal darüber nachdenken, wie wir die denn da wegkriegen. Müssen wir mal reingucken. Also ich glaube, wir sind nicht so weit von den ersten Kugeln entfernt, ne, oder? Ich wollte sagen, wir können schon die ersten Kampfroboter bauen. Also wir können Kampfroboter erforschen. Ja, genau. Und dann können wir Kapseln erforschen. Ja, nichtsdestotrotz würde ich aber schon gerne erstmal die Rohölaufbereitung machen. Ja, aber dafür brauchen wir blaue Fläschchen. Bis ich die da liegen habe, können wir noch eine rot-grüne Sache erforschen. Okay, dann machen wir das. Ich habe mal gedrückt. Ja, gut. Ja, hier unten ist gar keine Munition mehr drin. Ich hatte hier zwar schon mal angefangen, Lasertürme hinzustellen. Zwei haben wir ja da schon. Aber dann hier gar keine Munition drin zu haben, ist natürlich auch ein bisschen dekadent. Da lassen wir das mal lieber so. Ja, das heißt, wir müssen jetzt mit dem Kupfer ein bisschen haushalten hier. Wohl nach rechts unten haben wir noch nicht so richtig geguckt. Können wir vielleicht auch nochmal machen. Wir könnten theoretisch auch schon so nah an so ein Alien-Nest ranbauen und dann einfach ordentlich Lasertürme dahinstellen. Aber, riskante Nummer. Ja, ich gucke hier unten nochmal so ein bisschen. Und nochmal rauszoomen. Bisher habe ich noch kein Nest gefunden, aber auch noch kein Kupfer. Naja, ich guck mal hier noch. Und das ist auch eigentlich auch schon zu weit für Förderbänder hier.
Da müsste man eigentlich schon einen Zug bauen. Ja. Hier ist ein Kupfervorkommen. Nicht besonders dicht. Kein Feld über 1000. Mit einer relativen Entfernung hier zu dem Nest links unten. Also das könnte man vielleicht hier im Notfall noch benutzen. Ja, so, was machst du da gerade? Ich binde jetzt die blauen Fläschchen an unsere Labore an. Das können wir uns gerne mal ganz kurz anschauen. Ja, ich habe hier einfach die Strommasten weggenommen, die hier standen, und habe die nach links gesetzt. Und kann jetzt also entsprechend hier mit dem blauen Fläschchen runterlaufen. Bis hier so weit unten ist doof. Bis hier. Muss dann den Arm wegnehmen und da einen hinsetzen und kann jetzt mir erstmal hier rote Arme bauen, wenn ich denn Eisen hätte. Jupp. So, rote Arme laufen. Und kann dann nämlich blaue Flächen in unsere Labore reinlaufen lassen. Ja. So, jetzt hier rote Arme. 1, 2, 3, nein. Doch, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, also hier laufen jetzt in 4 Montagemaschinen blaue Fläschchen. Die sammeln sich hier schon so ein bisschen. Und später kommen hier auf dieses Förderband auch noch die rosa Fläschchen oder lilanen Fläschchen hin. Diese Alien-Fläschchen. Ja, und dann klappt das. Und sobald die Kampfroboter jetzt gleich fertig sind, können wir die erste Forschung laufen lassen mit blauen Flaschen. Ja, was machen hier die grünen Chips? Das geht eigentlich. Die reichen erstmal noch offensichtlich. So, ganz gut. Und ich nehme mal hier so einen Felsen weg. So. Ja. Kriege ich immer Angst, wenn du Felsen wegnimmst. Ja, Entschuldigung. Blaue Flaschen laufen. Ja, sehr schön. Da müssen die Kampfroboter jetzt noch fertig werden. Dann können wir diese Ölverarbeitung noch machen. Die hat dann den Vorteil, dass wir aus dem Schweröl leichtes Öl machen können. Und aus dem leichten Öl Petroleum, weil man ja eigentlich wirklich in Mengen nur das Petroleum braucht. Im Moment lagern wir das hier zwischen, bis wir das können. Also wenn wir hier unten mal gucken, dann sind die Rohöltanks voll. Das ist aber jetzt nicht so wirklich ein Problem, weil, naja, dann werden halt die Pumpen hier unten erstmal nicht mehr weiter fördern können, aber naja, egal. Da könnten wir jetzt noch welche hinsetzen, brauchen wir aber nicht. Viel interessanter sind hier oben die. Die sind aber erst so zu einem Drittel gefüllt, denn wir wollen ja nochmal, wir müssen ja darüber nachdenken, dass wenn hier die Ölprodukte nicht abfließen können, dann wird die Produktion gestoppt. Unten gibt es schon wieder einen Angriff mit Schaden. Geh mal gucken. Aber nur Mauern. Ja. Hier ist das genauso, auch ein Drittel ja. Ist da nur gefüllt. Und hier oben ist es gar leer, weil wir halt das Petroleum hier massiv abarbeiten. Nämlich zum einen hier in Schwefel und Schwefelsäure und hier unten nochmal für diese Kunststoffröhrchen. Ja. Das sieht ja eigentlich schon ganz gut aus. So. Achso, und wir haben noch, wenn wir jetzt diese nächste Rohölverarbeitung da erforscht haben, noch den Vorteil, dass wir hier ein zweites Programm anwählen können, was im Grunde hier diese Verteilung bei der Raffinierung des Öls etwas zugunsten des Petroleums verschiebt. Das ist also sicherlich auch sinnvoll, das zu tun. Dann könnten wir mal darüber nachdenken, grüne Effizienzmodule irgendwo automatisiert bauen zu lassen. Mhm. Da spreche ich dich natürlich jetzt wieder an hier. Mhm. So, wo willst du denn da noch mit hin? Na, ja, alles gut. Ich muss den linken Kupferstrang wegmachen,
Ach so. Also den hier, damit ich hier doch noch mehr rote Chips bauen kann. Und deswegen führe ich den jetzt hier oben rum als Ersatzstrang. Gut, gut. Ja. So, Kampfroboter sind jetzt gleich fertig. Konnte man denn mit denen anfangen, hier mit diesen Verteidigerkapseln? Konnten die irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Im Zweifel. Also ich kenne eigentlich nur diese Ablenkerkapseln und die sind ja ziemlich hilfreich. Ja. So, dann gibt es jetzt hier erweiterte Rohölaufbereitung. 75 blaue Flaschen. So viele haben wir wahrscheinlich schon, oder? Ja. Naja. Fast. Ich hab so... da rennen sie schon wieder von oben, kommen die hier. Ja, gerade die, die uns da was eine Dings kaputt gemacht haben, müssen auch von oben gekommen sein. Das ist ja spannend. Wo kommen die denn hierher? Durch den Wald? Und dann den Geschütztürmen vorbei? Das ist ja spannend. Ja. Sollten wir hier vielleicht mal ein paar Lasertürme hinstellen. Batterien brauche ich dafür, die habe ich irgendwo gesehen. Ja, setze ich hier mal eine Laserbatterie an die Forschungsdinger dran hier. Wenn die wieder runterkommen, dann sollten wir sie hier erwischen. Jo, ich habe hier gerade noch eine Montagemaschine für rote Chips hingebaut, damit das ein bisschen zügiger klappt. So, Strom haben wir. Wunderbar, dann kann das jetzt laufen. Plastik kommt ein bisschen langsam. Okay, da kann ich ja was gegen tun. Sehr gut. So, Laserbatterie steht auch. Jo, genau. Plastik kommt langsam. Ja, schon relativ groß der Abstand auf dem Band, das ist schon richtig. Ja. Also, hier seht ihr jetzt, ich habe noch eine rote Chipfabrik mehr gebaut, weil hier ist alles vorhanden, außer roten Chips. Das heißt, da müssen wir schauen, dass das noch ein bisschen mehr wird. Hier hätte ich jetzt gerne noch solche Fabriken hingestellt. Da habe ich aber gerade ein bisschen ein Problem, wo ich die dann ablegen kann. Da muss ich mir noch kurz Gedanken drüber machen. Denn hier oben läuft ja jetzt das Kupfer entlang, das ich für diese Fabrik brauche. Und nach rechts komme ich damit weiter nicht, weil hier ist Wasser. Ja. Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, wo packe ich rote Chips noch hin? Ja. Ich überlege es mir später. Es sind ja nur deshalb so wenig rote Chips, die kommen, weil so wenig Plastik kommt. Wenn mehr Plastik kommt, dann wird ja alles gut. Plastik kommt übrigens so wenig, weil wir einen Petroleumengpass haben. Ja. Das. Und den wiederum haben wir, weil wir nicht cracken können. Aber jetzt gleich können wir cracken. Ja, gleich. Tada. Da, jetzt können wir cracken. Wir können eigentlich auch eine zweite... habe ich schon gerade gebaut, ja. Da ist sie. Oh. Ja, mich noch setzen. Ich habe sie schon an der Maus hängen. Ach so, gut. Ja, das sehe ich leider nicht. Da ist sie. Weil wir haben, einmal so zur Info, wir haben volle Ölrohre mit 9,9 Litern und volle Öltanks. Das heißt, wir haben Rohöl im Überschuss und haben dadurch die Möglichkeit, hier mehr Raffinerien
anzubinden. Hatten die Raffinerien immer schon Namen? So wie die Labore? Ölraffinerie Fanfly. Was? Fanfluite? Fanfli. Nein, Fanfluite. Ich glaube nicht, dass die. Fanfluite. Und Batofett. Ölraffinerie Batofett. Batofett Ölraffinerie. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja. So, jetzt haben wir schon die zweite Raffinerie dran. Und wie ich in irgendeiner Folge vorher mal erzählt habe, haben wir jetzt hier eben ein etwas anderes Aufteilungsverhältnis, weil jetzt noch Wasser dazukommt, kriegen wir eh gleich mehr Petroleum hin. Das ist nicht verkehrt. Ja, und hier müssen wir im Grunde jetzt nochmal die Anbindung weiterführen, um das hier Gebaute dann auch transportieren zu können. Du wirst angegriffen. Ich hier oben? Habe ich jetzt keine Zeit zu. Ein bisschen was kaputt hier. Ich habe mal Robotik angeklickt zum Forschen. Ja. Hört sich gut an. Ohne Blau, aber so langsam haben wir, glaube ich, fast alles, was wir dafür brauchen. Das ist ganz cool. Und dann müssen wir diese Fluggesetze. Ablenker, Drohnen bauen da, oder wie die heißen. Kapseln. Verteidigerkapseln. Achso, dann erforschen meinst du? Ja. Mhm. Also jetzt können wir schon Verteidigerkapseln bauen. Brauchen wir die als Basis für die nächsten Kapseln? Ja. Die bauen doch auch aufeinander auf, ne? Ja. Dann könnte ich die ja schon mal automatisiert aufbauen. Weil wir lassen ja hier schon panzerbrechende Munition herstellen. Da solltest du aber vorher nochmal checken, ob das wirklich so ist. Ja, dann gucken wir mal. Und zwar, kleinen Moment. Dann schauen wir doch einfach mal hier nach. Für die Kampfroboter. Können wir noch gar nicht forschen. Welche willst du? Ablenkerkapseln? Ja. Dafür braucht man 4 Verteidigerkapseln. Ja, ist auch super. Dann. Also würde ich sagen, setze ich hier mal eine Fabrik für Verteidigerkapseln hin. Da brauchen wir Eisenzahnräder. Das kriegen wir hier hin. Dann brauchen wir elektronische Schaltkreise. Das kriegen wir auch hin. Und die Munition. Das heißt jetzt für mich, ich spiegel jetzt erstmal nochmal hier diese Fabrik. Diese 5 Maschinen nebeneinander, um das gleiche nach unten hin hier nochmal zu bauen. Dafür brauche ich erst wieder ganz viel Rohstoffe, um nämlich mehr Montagefabriken zu bauen. Ja, und dann bauen wir es einfach mal auf. Ist so halb spannend. Wie spannend ist es denn bei dir? Ja, es geht. Es wird jetzt hier gerade, habe ich die zweite Raffinerie in Betrieb genommen. Das sieht man jetzt hier auch sehr deutlich, dass jetzt hier schon ganz ordentlich Kunststoffröhrchen kommen. Immer einmal 2 und dann einmal 4. Ja, muss man nicht verstehen, ist aber ein schönes Muster. Und jetzt kann ich im Grunde hier auf der anderen Seite, so war zumindest die ursprüngliche Planung, cracken. Das ist eine total tolle Sache. Gehe ich mal hier noch einen rüber, dann ist hier die Mauer im Weg. Müssen wir die mal wegmachen. So, da oben noch. So, und beim Cracken passiert nichts anderes, als aus Schweröl Leichtöl zu machen. So, und dann brauchen wir im Grunde immer Wasser und das, was wir cracken wollen, also Schweröl in dem Fall. Dann holen wir uns das hier aus den Tanks, bringen das darüber, ziehen das hoch und Wasser holen wir uns von hier drüben. Da müssen wir noch eine Pumpe haben. Ne, hier gibt es Pumpen, da. So.
Ja, ist schwierig mit dem Bauen. So, dann gehen wir doch ganz ran und dann machen wir den Rest mit Rohren. Da muss jetzt keiner mehr durchlaufen durch die 2 Meter hier. So, und dann brauchen wir hier noch ein Eckstück. So, und dann haben wir beides. Dann brauchen wir noch Strom. Dann haben wir noch nirgendwo Strom hier. So. 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 Und jetzt produziert er mir hier Leichtöl. Und lustigerweise kann man dann aus dem Leichtöl, also das führen wir natürlich hier erstmal wieder in das Tanksystem rein hier. So. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal. An dieser Stelle hier. Na, ob das so passt. Ja, passt. Sehr schön. So, dann können wir nämlich hier noch so ein unterirdisches Ding bauen. Dann kann man da dran vorbeilaufen. So, ist dann nur die falsche Seite jetzt wahrscheinlich. Und dann machen wir nämlich aus einem Leichtöl 2 Petroleum. Ja, ist ja klar, ist die falsche Seite. So. Wir müssen uns jetzt noch schnell entscheiden, was wir als nächstes erforschen, bevor die Folge schon wieder zu Ende ist. Konstruktions- oder Logistikroboter? Ja, eins von beiden. Egal. Erst das eine, dann das andere. Ja, es geht auch schnell. In der nächsten Folge sehen wir dann wahrscheinlich die ersten Roboter hier herumfliegen. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Dann bis dahin. Tschüss. Ja, tschüss, tschüss.